Wir wohnten im Parterre und der jüdische Mitbürger im ersten Stock und das ganze Inventar wurde quasi auf die Straße geworfen. Das heißt, die Wohnung wurde gestürmt. Die ältere HJ-Jungs und SA und SS, ich spreche nicht von der Waffen-SS, sondern von dem sogenannten Saalschutz-SS, die haben die Wohnung quasi gestürmt und haben da alles zerstört. Und das spielte sich in der Wohnung über eurer Wohnung Ja, ab. und meine Mutter und meine Schwester, die war 2 Jahre älter wie ich, also 10, wir hatten natürlich große Angst. Und dann kamen, ich erinnere mich, ich könnte Namen nennen, was ich aber nicht tun will, die kamen zu meiner Mutter und haben gesagt, Frau Frey, Sie müssen keine Angst haben, Ihnen passiert nichts. Und was ist dem Mann passiert? Ich weiß nicht, ob er rechtzeitig noch auswandern konnte oder ob er in einem KZ starb, ich weiß es nicht. Ich habe mich nach dem Krieg, in Bingen gibt es eine Vereinigung, Der alten jüdischer Mitbürger, ja? richtig, und da habe ich mal nachgeforscht, aber ich habe da keine Auskünfte erhalten.